Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich. Und heute haben wir ein PAL-exklusives Rennspiel Dirt Racer. Und ihr könnt es vielleicht schon am Spielgeschehen erahnen, es ist mit dem FX-Chip damals gemacht worden. Ja, mit dem 3D-Beschleunigungschip, was so in dem Modul vom Super Nintendo verbaut war, also von dem Spiel, und dann im Super Nintendo reingesteckt wurde. Und dann, boah, 3D, wie ihr seht, 60 Frames per Second mindestens. Ich persönlich finde ja diese Super FX Chip Spiele sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch gute Beispiele, die das gut eingesetzt haben, wie zum Beispiel Yoshi's Island, die das auf eine andere Art benutzt haben, wobei das auch der Super FX Chip 2 war. Aber bevor ich hier zu sehr in das Technische reingehe, gucken wir uns heute mal Dirt Racer an. Wenn ihr einen Wunsch für diese Serie habt, egal ob 8 oder 16 Bit, einfach in die Kommentare damit. Ich schreibe mir alles auf eine Liste auf und arbeite das nach Lust und Laune ab. Das heißt, es kann auch durchaus etwas länger dauern, wenn mal, dass mal ein Titel drankommt. Nicht wundern. Aber wie gesagt, wenn ihr einen Wunsch habt, haut es auch in meine Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir schauen hier wirklich einfach mal rein. Ich habe schon viel Schlechtes gehört. Aber immerhin kann man anscheinend in ewiger Langsamkeit, ohne Witz, also ich drücke jetzt da rechts oder nach links und dann erscheint genau in dieser, oh scheiße. Weil ich so ungeduldig war, habe ich jetzt zweimal nach rechts gedrückt, weil ich dachte, hey, vielleicht geht's denn ja schneller. Anscheinend ja nicht. Also, da hisst man ja schneller eine echte Fahne, als die hier hochkommt, ne? Aber wir machen es natürlich auf Deutsch. So, gucken wir mal, Liga, Pokal, Training, ich würde sagen, ich gucke mir mal die Steuerung zumindest mal kurz an. So, Gas, Gas, Bremsen, das ist auch eine interessante Entscheidung, ne? Es gibt einmal Gas, Vollkanne und einmal Halbgas. Das könnte theoretisch, könnte das ein guter Ansatz sein, dass man das so ein bisschen besser regulieren kann. Ich habe so ein bisschen das dumpfe Gefühl, dass dies hier nicht notwendig sein wird, aber in dubio pro reo, sage ich mal, schauen wir einfach mal. Okay, Handbremse etc. Guck mal, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in den, in den Liga-Pokal ein. Und es gibt anscheinend eine Passwortfunktion. Finde ich super, 1A. Aber wenn ich hier schon diese wirklich ewig langen Zahlenkolonnen, ich glaube, das sind 3x7, also 21 Zeichen, wenn ich das hier gerade überschlage. Wer hat Bock für sowas? 21 Buchstaben, wahrscheinlich irgendwie nervig aus irgendwie, ne, dieser typischen Tabellen irgendwie einzugeben. Wer hat da Lust drauf? Ach, okay, immer kann ich einen Namen eingeben, okay. Ne, aber hier, so wird wahrscheinlich auch das Passwort eingegeben werden und ich hätte da jetzt keine Lust, 21 Zeichen einzugeben. Aber, okay, es gibt immerhin ein Passwort-Feature, also will ich da nicht meckern. Ja, ich mache mal einfach weiter. Gut. Alles klar. In England fahren wir jetzt. Also, ich habe kurz vorher gelesen, es gibt da verschiedene Autotypen. Ich schätze mal, es wird jetzt wieder Truck sein. Okay. Okay, also die Steuerung ist schon mal aus der Hölle. Ihr seht, wie stelle ich da jetzt... Was ist hier Strecke und was nicht? Ey, es gibt keine Minimap. Es gibt spektakuläre Explosionen. Also ohne Witz, ich bin halt gerade etwas verwirrt. Wo ist die Strecke? Warum hat die Strecke so viele unterschiedliche Farben? Warum, okay, dass wir hier uns mit gefühlt 5 Frames per Second lang bewegen, das liegt an diesen 3D-Sachen. Da gibt es ja auch hier Stunt Race, FX und so weiter, was ähnlich, ich sag mal, flüssig in Anführungsstrichen läuft. Was ist hier Strecke und was nicht? Schon wieder die Explosion. Leute, ich hab in dieser Serie schon so einige schlechte Rennspiele gehabt, wo auch man sagen kann, okay, technisch, die Spiele sind zwar kacke, ne, wie hier Dingenskirchen auf dem Gameboy, was das 3D abbildet, Days of Thunder auf dem Gameboy, genau so ist so die Explosion jedes Mal.
Das war halt, okay, es war nicht so geil zu spielen, aber technisch wesentlich beeindruckend. Das ist hier weder noch. Ich bin. Also, eine Art Minimap hätte ich hier wirklich. Ohne Witz. Okay, es gibt da ab und zu diese Barken links und rechts. Ne? Da sieht man halt, okay. Ich habe jetzt gerade nur mal ein bisschen nach links gesteuert und der bricht mir jetzt hier gerade komplett aus. Was für ein Allradgeländefahrzeug soll das bitte schön sein, was so schnell ausbricht? Also, fassen wir mal zusammen. Grafikscheiße, Steuerungsscheiße und die totale Überforderung, was das Streckendesign angeht. Okay, ich muss jetzt hier gleich nach rechts fahren. Aber wo denn? Und jetzt nach links. Also, ich orientiere mich gerade an diesen gelben Pfeilen immer, ne? Selbst die Musik hat es irgendwie aufgegeben, irgendwie auch nur den Ansatz von Dramatik irgendwie rüberzubringen. Alter. Stellt euch mal vor. Ah, okay, da kann ich die Wagen auswählen. Okay. Wenn ich nach links und rechts drücke, ich mache auch mal den Sportwagen. Was ich gerade gelernt habe, was ich mehr brauche, ist unbedingt mehr Geschwindigkeit. Ich nehme an, der wird schneller sein. Also das Cover sieht ja echt hübsch aus, ne? Kann man ja nichts sagen. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Kerl, man hat ja damals die Dinger echt und die Sichtweite. Die Sichtweite, die ist einfach. Das steuert sich so gar nicht nach links und rechts. Also. Die Sichtweite, man sieht einfach nicht, ist gefühlt 2 Meter. Wenn ich hier wirklich hier im dichtesten Nebel mal fahre, ne, wo man laut Straßenverkehrsordnung Nebelschlussleuchte anmachen sollte, sehe ich weiter und mehr als hier. Und guckt, also das Ding hier, wenn ich schon vorher dachte, der Truck oder was das sein soll, der ist nicht so gut steuerbar. Das hier ist ein Ding der Unmöglichkeit zu steuern. Also. Ich mache nur wirklich ganz leichte Lenkbewegungen. Ich weiß nicht, ihr könnt es vielleicht erahnen. Und der bricht sofort aus. Geht es weiter geradeaus? Auch die Farbe der Strecke. Ich bin echt nicht so oft sprachlos hier, ja? Guck dir mal an, kurz angebumst, schon aus der Bahn. Und selbst die Computergegner, wie man sieht, kriegen es nicht hin. Wenn selbst der Computer das nicht hinkriegt. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwie komplett außer der Strecke gefahren. Ich meine, sie haben es immerhin versucht, die 3D-Effekte die Polygone zu texturieren, nenne ich es mal. Sind das Texturen? Oder kann das weg? Also, theoretisch klar, aber da ist ein Schild. Wie komme ich denn da jetzt? Komme ich denn jetzt wieder weg? Ich muss doch jetzt wieder auf die Strecke, oder nicht? Weil da ist doch die Strecke, da bin ich doch durchgebrochen, oder? Hier muss ich jetzt. Also eine Minikarte, das würde das Spiel jetzt auch nicht viel besser machen, aber dann würde ich wenigstens wissen, wo ich lang fahre und könnte mich so einigermaßen auf den Streckenverlauf konzentrieren, weil diese gelben Pfeile als Richtungsanzeige, die sind wirklich nicht mehr ansatzweise. Guckt euch das mal an. Hey, übrigens, scharfe Linkskurve, ne? Wird ja 5 Meter vorher durch große Schilder eingeblendet. Also. Hilft es nur wirklich, die Strecken auswendig zu lernen. Das Problem ist nur, das Spiel ist so scheiße, dass ich mir gar keine Strecken hier auswendig lernen will. Freunde. Also, ich weiß noch, das Rennen zu Ende, dann reicht es mir. Also, den dritten Wagentyp, den muss ich mir jetzt nicht auch noch antun. Oh, schon wieder. Guckt euch das doch mal an. Ich weiß, das soll ein Sportwagen sein, das soll schlechter handelbar sein, aber wenn ich hier lenke, dann passiert da quasi gar nichts.
Das hat auch nichts mit, ansatzweise mit Realismus zu tun. Ich habe nur kurz versucht, diesen blöden Kurs zu korrigieren. Und schon explodiere ich? Das ist echt das Mieseste. Da wurde mir wirklich mit viel Mühe ein super FX-Spiel gemacht, ne? Ich meine, jetzt weiß ich hier mal den Grund, warum es so in Europa erschienen ist, weil. Nur wie können so doof sein, hier sowas zu kaufen? Nee. Wie gesagt, selbst der Computergegner hat keinen Bock drauf und hängt in der Hecke fest. Guck dich das doch so mal an. Ey, so kannst du doch nicht vernünftig irgendwas spielen. Kannst mir sagen, was du willst, aber so kannst du nicht vernünftig spielen. Das geht nicht. Ohne Witz, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust, dieses Rennen auch nur ansatzweise zu beenden. Bitte, Finger weg. Es ist gut, dass wir in Europa das quasi hier in Quarantäne genommen haben und nicht rausgelassen haben. Eieiei. Nein. Trotzdem, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschö.